Herzlich willkommen, mein Name ist Petok und der Patient des heutigen Tages sind zwei Whiskys vom unabhängigen Abfüller Liquid Treasures. Ich bin neulich ein bisschen im Internet unterwegs gewesen, habe so ein bisschen verschiedene Online-Shops durchforstet und bin auf einen unabhängigen Abfüller mit dem Namen Liquid Treasures gestoßen. Was ist ein unabhängiger Abfüller? Ganz kurz erklärt, dabei handelt es sich um Firmen, Unternehmen, die den schottischen Whiskybrennereien Fässer abkaufen oder sich eben leere Fässer befüllen lassen, sich die auf Lager legen und irgendwann selbst entscheiden, wann sie diese abfüllen. Sie handeln komplett unabhängig von den Destillen, deswegen nennt man sie unabhängige Abfüller. Schottische Brennereien verkaufen relativ viele Fässer an solche unabhängigen Abfüller, manchmal mit Auflagen. Was kann so eine Auflage sein? Beispielsweise, dass man den Namen später auf dem Etikett der Destille nicht erwähnt. Eine andere Auflage könnte sein, dass man dieses Fass nicht als Single Malt Whisky, sondern als Blended Malt Whisky verkauft und vertreibt. Dafür braucht man einen zweiten Single Malt, das nennt sich dann oftmals Teaspoon. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, das steht bei manchen Blended Malt Whiskys dabei. Man nimmt quasi dieses Fass und gibt einen Teelöffel eines anderen Single Malt Whiskys hinzu. Damit hat man jetzt in dem Fass zwei verschiedene Single Malt Whiskys und somit einen Blended Malt Whisky. Schwieriges Thema, ja. Der erste Whisky, den ich euch vorstellen möchte, ist genauso einer, auf den treffen beide Auflagen zu. Der nennt sich Wardhead. Ja, das ist jetzt nicht der Name der Brennerei, sondern ein Name, den man dem Whisky gegeben hat. Und es ist ein Blended Malt Whisky. Im Detail heißt es, man hat hier ein Einzelfass von der Brennerei Glenfiddich in der Speyside. Und hier ist ein Teelöffel von Balvenie mit dabei. Ein einzelnes Bourbon Hogshead hat man hier abgefüllt, 1997 destilliert, 2018 in die Flasche gefüllt. Der Kollege ist somit 21 Jahre alt. Eine natürliche Fassstärke von 55,5 Volumenprozent, ein ganz lustiger Alkoholgehalt. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Der unabhängige Abfüller Liquid Treasures, der macht hier immer so kunstvolle Bilder mit aufs Etikett. Finde ich an sich ganz schön. Die ganze Aufmachung und ich sehe, ich bin heute farblich wieder einwandfrei abgestimmt. Ja, unabhängig abgefüllte Glenfiddich gibt es nicht allzu viele, beziehungsweise das ist ja nicht komplett ein Glenfiddich, da ist ja ein Teelöffel Balvenie mit drin. Auf der Papierform zumindest. Ob es tatsächlich dann so ist, das weiß man nicht. Also der Teelöffel, der wird sich hier definitiv nicht auf den Geschmack auswirken. Von Glenfiddich an sich kennt man ja die Standard-Range, ja, 12, 15, 18 Jahre. Es gibt einen 21-Jährigen mit einem Rumpf-Finish in der Original-Range. Der kostet mittlerweile allerdings einen gewissen Obolus. Die Abfüllung hier, die lag, glaube ich, so bei 90, 95 Euro. Also von der Papierform her eigentlich ein guter Preis für einen 21 Jahre alten Speyside in Fassstärke von einer Brennerei, wo man normalerweise keine unabhängige Abfüllung bekommt. Ist ein leicht heller Goldton. Also sonderlich dunkel für 21 Jahre ist er nicht. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Bourbon Hogshead relativ oft schon im Gebrauch war, dass man hier eigentlich langgereiften Brennereicharakter hat und wenig den Fasscharakter. Und das finde ich mal ganz interessant, so diesen Glenfiddich Distillery Character nach 21 Jahren. Oh, man riecht hier ziemlich heftig den Alkohol. Und der riecht ein bisschen sprittig. Also nicht schön eingebunden, total vordergründig der Alkohol. Hat schon was. Er muss leider sagen, von Spiritus. Also, boah, selten so eine aggressive Alkoholnote in so einem alten Whisky gerochen. An sich Fass hat man hier gleich null. Das ist hier wirklich langgereifter Brennereicharakter, der sich in einer gewissen Fruchtigkeit äußert. Eine vollreife Birne. Eine Honigmelone vielleicht. Also hier geht es eher in die fruchtige Richtung. Und da hinten dran liegt tatsächlich schon ein bisschen Eiche, aber die hat so einen Bittermandel-Charakter. Also hier das Fass. Das kann man einwandfrei so stehen lassen, wenn man sagt, das war ausgelutscht. Ich probiere jetzt erstmal pur und dann gebe ich ein bisschen Wasser dazu. Slange. Nach 21 Jahren sollte eigentlich sowas von weich und smooth im Fass sein. Oh, ist ja nicht, der Alkohol ist immer noch heftig. Also würde man mir den blind einschenken und würde sagen, du hast da so einen 8, 9, 10-jährigen Speyside im Glas in Fassstärke, würde ich es auch glauben. Klar ist hier auch die Fruchtigkeit präsent. Das ist so ein Potpourri aus
hellen Früchten, tropischen Früchten. Also das ist dann so, eine Birne ist da, eine Kiwi ist da, so ein bisschen Mango ist da, die Honigmelone vielleicht. Und im Abgang kommt Eiche mit einer dezenten Bitterkeit und der Alkohol ist sehr präsent auf der Zunge. Unharmonisch. Leider. So, jetzt habe ich ein bisschen Wasser dazu gegeben. Natürlich wird er von der Farbe jetzt noch heller. Jetzt ist nicht mehr viel, ne, an Farbe da. Oh, jetzt wird er unheimlich floral und blumig. Der Alkohol geht Gott sei Dank weg. Jetzt riecht er sich sehr, sehr angenehm. Blumig ohne Ende. Die Frucht hinten dran. Leicht Eiche. Also Wasser tat mit dem Aroma zumindest unheimlich gut. Schön. Ja, der Alkohol war schon sehr aufdringlich und störend, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir nicht gefallen. Und jetzt durch die Zugabe von Wasser ist dieser alkoholische Stich weg. Und angenehm. Gefällt mir. Rieche ich jetzt da den Glenfiddich raus? Oder rieche ich den Balvenie raus? Also den Balvenie rieche ich auf jeden Fall nicht raus. Dieser Teelöffel, wenn er überhaupt drin ist, ist hier nicht spürbar. Der typische Glenfiddich. Ja, also beim 12-Jährigen ist es eine schöne Malznote, da ist es Birne, da ist es vielleicht eine leichte Nussigkeit. Und der hier zeigt tatsächlich Charakterzüge vom 12-Jährigen, wenn ich ehrlich bin. Diese Birne, diese Malzigkeit, diese leichte Nussigkeit. Blumen. Ja. Ja, im Geschmack verliert er komplett mit Wasser. Zuckerwasser. Da kommt nichts mehr rüber. Okay, schade. Also, wer mal einen unabhängig abgefüllten Glenfiddich probieren möchte, 21 Jahre alt, langgereifter Brennereicharakter in Fassstärke, was man so in dem Stil eigentlich kaum bekommt, der kann hier gerne zugreifen. Wenn man mich fragt, muss man den Whisky probieren? Muss man nicht. Na, ich trinke jetzt mal einen Schluck Wasser. Ich hoffe, der zweite wird besser. Wer sich ein bisschen mit unabhängigen Abfüllungen von der Insel Islay beschäftigt, der wird feststellen, dass es durchaus auch unabhängige Abfüllungen von der Brennerei Laphroaig gibt. Und die werden meistens abgefüllt als Williamson, so wie dieser hier. Ja. Auch hier haben wir ein Einzelfass, ein Bourbon Hogshead, 2011 destilliert und 2018 abgefüllt, ist 6 Jahre alt. Auch hier eine natürliche Fassstärke von 59,6 Volumenprozenten. Ein recht junger. Ja. Das sieht man auch schon an der Farbe, das Etikett auch hier in demselben Stil wie bei Liquid Treasures üblich. Ich bin gespannt, also ich habe durchaus Erfahrungswerte, was jüngere Einzelfassabfüllungen von Laphroaig mit dem Namen Williamson betrifft. Auch hier muss man drauf achten, es gibt solche und solche. Das hier ist tatsächlich ein Single Malt Whisky, also hier wird kein Teelöffel hinzugegeben. Es gibt unter dem Namen Williamson, und da meine ich speziell einen von A.D. Rattray aus dem Sherryfass, einen, der ist ein Blended Malt Whisky, da ist tatsächlich ein Teelöffel von was anderem mit drin, der hier nicht. Das ist ein Single Malt Whisky, da muss man wirklich dann drauf achten, es steht hier oben, Islay Single Malt Whisky. Ne? Es ist teilweise ein bisschen verwirrend bei Laphroaig, manchmal steht drauf Williamson Single Malt, manchmal Williamson Blended Malt, manchmal steht Laphroaig und Williamson und Single Malt drauf oder Blended Malt, ein bisschen verwirrend. Ja, 6 Jahre in einem Bourbon Hogshead, das wahrscheinlich ähnlich ausgelutscht war wie das beim Glenfiddich. Das ist klar plus eins, also viel Farbe ist hier nicht passiert. Ich gehe mal davon aus, dass der primär stark rauchig sein wird. Schauen wir jetzt einfach mal. Oh. Klar ist Rauch da, aber dieser Rauch ist so gut wie gar nicht oxidiert. Was bedeutet das? Seitdem ich bei St. Kilian Distillers beruflich tätig bin und des Öfteren mal Fassproben ziehe und auch Fassproben rauchiger Whiskys, denn auch die haben wir im Programm, weiß ich, wie. Ja, New Make riecht, der ein paar Monate im Fass lag. So riecht er. Man hat hier auf gar keinen Fall einen typischen Laphroaig-Rauch. Hier ist ein Rauch da, aber der riecht ein Stück weit kartoffelig, erdig, kohlig. Einfach weil er noch nicht lange genug im Fass lag, noch nicht oxidiert ist, noch sich nicht in komplexere Aromen abgebaut hat. Der riecht eigentlich wie ein rauchiger New Make. Hinten dran ist eine gewisse kräutrige Note, die dann doch typisch für Laphroaig ist. So ein bisschen Heu, Gras und eine Süße. Aber das war's auch. Also der riecht sich wie ein New Make.
sehr angenehm im Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür, dass jetzt tatsächlich hier so wenig Fass da war und so wenig, ja, additive Reifung stattfand, habe ich gedacht, der ist jetzt heftiger auf der Zunge. Lässt sich super smooth und angenehm trinken für den hohen Alkoholgehalt. Auch hier dieser Rauch, der Newmake-Charakter hat, diese Erdigkeit hat, diese Kartoffelnote mit drin hat im Rauch. Eine gewisse Süße mit dabei. Im Abgang jetzt wird der Laphroaig typischer mit dieser Kräuternote, mit diesem heuigen. Schöne Süße mit dabei. Aber von Eiche ist hier keinerlei Spur. Nix. Und mit der Zugabe von Wasser sieht er tatsächlich auch aus wie ein Newmake. Also da ist nicht mehr viel mit Farbe. Verändert sich nicht großartig. Der Alkohol war vorher in der Nase nicht spürbar und jetzt natürlich durch die Zugabe von Wasser auch nicht. Da hat sich aromentechnisch mit der Zugabe von Wasser eigentlich nichts verändert. Ja, also ich habe schon sehr viel Newmake probiert, auch sehr viel Newmake schottischer Brennereien und vor allem auch sehr viel Newmake rauchiger Natur von schottischen Brennereien. Und dieser Williamson / Laphroaig schmeckt wie ein rauchiger Newmake. Ich kann den tatsächlich auch nur diesbezüglich empfehlen. Also wer wissen möchte, wie der Laphroaig Newmake schmeckt, der besorgt sich diesen Williamson hier von Liquid Treasures mit 6 Jahren Alter, weil das Fass halt einfach tot war und in den 6 Jahren so gut wie nichts passiert ist. Und wenn man ihn betrachtet als, ja, nicht vollen, komplexen und tiefen Single Malt Whisky, sondern eigentlich als eher rauchigen, New Make angelehnten Spirit, dann kann man den mal austesten. Aber dafür ist die Flasche dann halt auch zu teuer. Also ich finde, Liquid Treasures an sich als unabhängiger Abfüller fliegt ein bisschen unterm Radar. Und wenn ich jetzt böse sein will, sage ich zu Recht. Aber was soll ich sagen, ja? Also hier habe ich zwei Abfüllungen stehen, zwei Einzelfassabfüllungen. Und wenn die Fässer einfach nicht so toll waren, dann kann es der Whisky später auch nicht werden. Also ausprobieren kann man es gerne mal, wen es interessiert. Ja, scheint schon eine Rarität zu sein, so ein unabhängig abgefüllter Glenfiddich, der kein Glenfiddich ist. Und so ein Laphroaig hier, so ein Junge. Aber effektiv kann man sich's eigentlich schenken. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!